Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Und FIFA hat die letzten zwei Spiele nicht gespeichert. Das heißt, ich musste die nochmal simulieren. Und natürlich hat der HSV die beiden simulierten Spiele natürlich verloren. Ne? Ist ja ganz klar. Und deswegen ist es jetzt gerade Punktegleichstand mit Bayern München. Das heißt, wir gucken uns jetzt nochmal die Tabelle an. Saisonstatistik, Vereinswettbewerbe, Bundesliga, Liga-Tabelle. Da haben wir sie. Wir sollten das Spiel jetzt gegen Nürnberg gewinnen. Wir haben exakt die gleichen Stats wie Bayern München jetzt. Nur wir haben eine höhere Tordifferenz. Und ja. Wir sollten einfach nur das Spiel gewinnen. Die Tordifferenz können sie normalerweise nicht mehr einholen. Ja, aber ist ja schon mal super, dass FIFA das so gut hingekriegt hat, ne? Ja, da freut man sich doch. Ich hätte gleich wieder das kalte Kotzen bekommen können, wo ich gesehen habe, dass das letzte Mal nicht gespeichert wurde. So, denk mal, mit dieser Elf hier gehen wir in die letzte Bundesliga-Partie. So, Klose ist rot gesperrt. Natürlich nicht Miroslav Klose, sondern hier dieser andere Klose da von Nürnberg. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ist ja auch wurscht. So. Dieser junge Typ da. Ups. So, ich habe ausnahmsweise mal heute nicht meine Kopfhörer auf, sondern nur mein billiges Headset, was ich mir mal vor über einem Jahr gekauft habe. Halt die Fresse. Ich bin schon gerade gewundert, was ist denn jetzt hier los? Was ich mir vor über einem Jahr gekauft habe, als mal mein Mikrofon kaputt gegangen ist. Oder mein altes Headset, was ich damals noch hatte. So war das ja, genau. Ja, wartet mal. Es geht doch schon wieder nicht hier. So. Saß ich schon wieder zu nah davor. Schon ist was anderes. So. Ach, 99. Folge jetzt. Cool. Natürlich könnten es schon fast doppelt so viele Folgen sein. Ich weiß, aber mittlerweile habe ich dieses Problem des regelmäßigen Uploads ja in den Griff bekommen. Und ja, jetzt haben wir hier gerade Javier Pinola auf irgendeinen Typen. Besser man klärt ins Aus, wäre auch ganz schön, wenn unser Team jetzt noch etwas an Form dazu gewinnen könnte und an Moral und alles, was man so braucht fürs DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Dass er genau in einer Woche am nächsten virtuellen Sonntag ansteht. So, Marci Jansen. Da haben wir wieder Raphael van der Vaart. Akina Traoré. So, Dennis Diekmeyer habe ich jetzt hier drin, weil natürlich auch, als ich simuliert habe, musste sich ja natürlich Jeffrey Bruma verletzen. So, Heimingsson. Aber da war noch kein Durchkommen. Und wir könnten ja schon längst Meister sein, aber nein. FIFA, ne? Die rotzen einem da nochmal eine Suppe rein. Ja. Schön ist das. So, Lakina Traoré. Raphael van der Vaart wird aber von Pinola ne, Pinola war es nicht. Von irgendeinem Abwehrspieler da aus Nürnberg gestoppt. Kiyotake. Könnte man wieder hier so ein asiatisches Duell machen. Jagen wir da hier Son drauf und dann dürfen die sich da bekriegen. Mann, jetzt macht keinen Scheiß hier. Ich will jetzt noch dieses Spiel gewinnen. Dann sind wir Meister. Und ja. Dann sind wir Meister, ne? Und,
haben wir auf jeden Fall schon mal dieses Duell gegen den FC Bayern gewonnen, weil fass es schon wieder nicht hier. Mann! Den Arsch offen da hinten in der Abwehr, was ist mit euch los? Muss mal härteres Training machen hier. Dann schnauze ich die an wie bei Full Metal Jacket dann. Na, weißt du Bescheid. So. Traoré auf Adrien. Son. Heimingson. Ach komm. Das kann doch wieder nicht wahr sein. Ihr merkt, ich bin schon total geraged wieder wegen dieser Aktion da. Dieses freudige Ereignis, das FIFA nicht abgespeichert hat. Wohl. Ich kann meinen Arsch drauf verwetten, dass ich nach jeder Aufnahme abspeichere. Dann habe ich noch Autosave drin. Das heißt, eine doppelte Absicherung und schon das zweite Mal, dass ein Speicherstand verschwunden ist. Das geht nicht. Nein, und jetzt haben wir auch noch ein Gegentor von Cohen. Leck mich am Arsch. Fuck you. Ich ruf da gleich an und dann mache ich die zu Sau, diese Wichser, ey. Mann, das kann nicht wahr sein. Weißt du, ich wollte auch noch die Game News heute machen. Das schaffe ich wohl wahrscheinlich nicht mehr. Wegen so einem scheißen Dreck, ey. Deswegen regt man sich auf. So, Son. Ja, leck mich doch am Arsch. Fickt euch doch ins Knie, ja. So. Ja. Ja, kommt der. Weißt du, ziehst du den Ball wunderschön über die Abwehr drüber, ne? So, Cristiano Ronaldo-mäßig, ne? Und dann kommt hier noch der Torwart dran, ne? Ist ja klar. Ach, fickt euch doch ins Knie, ey. Mann, ey. Weißt du, vor der Folge scheint dir noch die Sonne aus dem Arsch und dann kommt sowas. So, Van der Vaart. Mann, spielt euch frei da vorne, ey. Ich reiß euch die Köpfe ab und scheiß euch in den Hals rein. Mann. Ja, sicher. So. Nein, nicht auf Konter. So, Teampressing und hoher Druck. Ich reiß euch gleich die Eier aus, ey. So, EA hat ja letztens übrigens diesen Preis gewonnen da. Der schlechtesten Firma Amerikas und das ist ein goldener Scheißhaufen auf einem roten Kissen und den haben sie bereits zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Das hat noch kein anderes Team zuvor geschafft. Darauf kann man echt nicht stolz sein, dass EA sowas gewonnen hat. Also man selber, einem ist das ja egal, aber EA kann darauf nicht stolz sein. Ich meine, die schlechteste US-Firma. Respekt. Meine Freunde, Respekt. Einen goldenen Scheißhaufen zu bekommen. Frag mich, ob sie den irgendwo in eine Vitrine reinstellen, ne? So, Adrien. Mann, die erste Halbzeit ist gleich schon verstrichen und wir liegen 0:1 zurück im alles entscheidenden, wichtigsten Spiel dieser Saison. Mann. So. Ja, sicher. Allein verstehe ich schon die Laufwege nicht. Guckt euch Van der Vaart an, ne? Wo läuft der denn? Der läuft einfach nach vorne. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen. Dass mir nicht gleich noch irgendeine Pulsader platzt oder so. Ich bin kurz davor. So, Kiyotake.
Chandler. Weißt du, wichtigstes Spiel in der Saison, ne? Und die stehen einfach nur doof rum. So. Mann, stirb! Jo, kommst du mal an den Ball dran, aber kein Schwein interessiert, keiner läuft hinterher. So, meine Fresse, spielt euch frei. So. Adrian. Passt auf Lakina Traoré. Der passt natürlich mega scheiße. Mann, wir müssen sehen, dass wir ein Tor hinkriegen. Ja, 14 Ligaspiele ohne Gegentor. Schön wäre, wenn man das auch von diesem hier sagen kann, aber daraus wird jetzt nichts mehr. So. Mann, wie viele Leute wollen die da noch hinten reinstellen? Ey, ich fasse es nicht. So. Mann! Ich darf nicht so auf Ficken sagen. Weiß ich auch nicht. Hinterher kriege ich noch einen Community Strike oder so. Das gibt es nicht. So. Ja, auch genau zu dem hätte ich hingepasst. Mann, verliert doch nicht die ganze Zeit den Ball, ey. So, jetzt kommt die Schwuchtel da wieder angelaufen hier. Yo, da gehst du da einmal in den Zweikampf rein, aber sind ja alles Pussys, ne? So. Mann. Es ist jetzt so inkompetent, einen Ball anzunehmen, weißt du? Das müsste, hätte, wäre alles kein Problem. Wir könnten verlieren dieses Spiel, wäre scheißegal. Wir wären eh schon Meister, wenn FIFA nicht rumgespackt hätte mit den Speicherständen. Zum zweiten Mal in diesem Let's Play schon. Da könnten wir schon Meister sein. Aber nein, FIFA muss ja rumspacken. Und ich habe auch einfach nicht die Zeit, die Spiele da nochmal zu spielen. Wer bin ich denn? So, jetzt lauf doch nicht nach vorne, Traoré. So. Ja, der Ball muss aber auch reingehen dann. 65. Minute und immer noch steht es 0:1. So, Adrian. Jetzt auf Traoré. So, 1:1, Ausgleich. Endlich, 67. Minute. Mann, jetzt muss ich aber auch mal nach vorne gehen hier. Da muss Dampf rein hier. Mann. Ich wüsste auch gerne, wie es gerade bei Bayern steht, aber das wird ja lustigerweise nicht angezeigt, obwohl natürlich aktiviert ist, dass er die wichtigen Partien anzeigen soll, wie es da gerade steht. Oder bei denen steht es noch 0:0. Mann, Adler, ey. So. Das heißt erstmal Spielaufbau. So, Bardet auf Raphael van der Vaart. Jetzt auf Traoré. Er verliert den Ball. Super. So, van der Vaart. Schieß. Jawohl, wir führen. 73. Minute. Raphael van der Vaart mit dem Gewaltschuss. Das könnte die Meisterschaft sein. Aber noch ist nichts entschieden. Boy. Mann. So, Marcel Jansen. Passen wir mal rüber auf Traoré. Und jetzt Heimson. Schöner Pass auf Raphael van der Vaart. Ja, sicher. So. Clement auf Cohen. Aber wir sollten gleich mal wieder unser ganzes Team zurückordern. So, erstmal weg mit dem Ball.
Und jetzt erstmal auf normal stellen. 17 Ligatore. Das ist natürlich für einen Offensivmann ein sehr guter Wert. Ausgeglichen. Da müssen wir gleich natürlich die Taktik auf Ballbesitz stellen. Ja, Mann, ey. Du kommst gar nicht dazu, die Taktik zu verstellen, weil du die ganze Zeit vom Gegner hier unter Druck gesetzt wirst. Und du hast einfach keine Zeit. Na, jetzt gibt es endlich Freistoß. Ja, aber auch nur, weil hier wegen... Und hier kann ich die Taktik nicht verändern. Ich drücke die ganze Zeit auf die Hochtaste, aber es passiert nicht. Was macht der denn da, der Spieler, ey? Mann, steht keiner frei. Jo. Als ob die einen Spieler mehr im Team hätten. Nürnberg. So, Dennis Diekmeier. Ja, was macht ihr denn da, ey? So, Diekmeier. Der Pass auf Van der Vaart. Ja, das, war natürlich klar. Ich muss mich abregen vor der nächsten Folge. Das ist die 100. Folge. So. Jawohl, was war das denn, bitteschön? DFB-Pokal-Finale und 100. Folge in einem. Das ist natürlich besser. Kann es gar nicht kommen. Gleich. Aber erstmal ist hier noch... So, weg mit dem Ball. 34. Spieltag heute. 2 Minuten Nachspielzeit. Es darf jetzt definitiv nichts mehr anbrennen. Oh, Leute. Alter, Manzian lässt sich da nochmal den Ball wegnehmen. Alter. Regt mich nicht auf. So, das Spiel ist zu Ende. Und wir müssten, wir schauen jetzt gleich nochmal nach, theoretisch sind wir noch nicht Meister, aber das klären wir natürlich noch in dieser Folge hier. Wie hat Bayern gespielt? Bayern hat 4:0 gewonnen gegen Hannover. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Tordifferenz war von Bayern. Das heißt, sie haben 3 Tore aufgeholt in der Tordifferenz. Mach weiter! Mann! Lad schneller, ey. Nächstes Jahr oder nächste Saison kaufe ich es mir echt für den PC wegen den Ladephasen, ey. Ist ja wahnsinnig, ey. Jawohl. Wettbewerb Bundesliga. 13 Millionen haben wir bekommen. Ja, das scheint wohl, ja. HSV gewinnt Bundesliga-Titel. Ja, und mit diesem doch noch Gewinn der Bundesliga bedanke ich mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play FIFA 13. Und in der nächsten, in der 100. Folge im Jubiläum geht es dann im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Also bis dahin, ciao und haut rein!